Schiedsgerät. Hallo und herzlich willkommen zur DEL. Wir sind im Stadion in Hohenhünne-Schönhausen, denn dort empfangen die Eisbären Berlin die Löwen aus Ratingen. Zwei Mannschaften, die Furore gemacht haben, am Anfang der Saison ein bisschen belächelt. Zumindest die Ratinger Löwen mit großem Engagement in die Saison gestartet. Sogar mit einem großartigen Sieg 8:2 gegen die Düsseldorfer EG, den deutschen Meister. Und am vergangenen Freitag, da haben sie erneut Moral und Stärke bewiesen, als sie aus einem 0:3 gegen Kaufbeuern noch einen 4:3 Sieg gemacht haben. Und die Eisbären aus Berlin, die sagen von sich aus ganz selbstbewusst, wir wollen deutscher Meister werden. Rick Amon, wie immer dabei. Kann das gelingen? Sind das vielleicht zwei Geheimfavoriten, die wir heute sehen? Doch, ich glaube schon. Beide Mannschaften sind sehr gut verstärkt. Die spielen sehr gut zum Zeit. Die haben viele neue Spieler reingebracht. Und ich meine, da gibt es 14 anderen Mannschaften in der Liga, das möchten auch gerne deutscher Meister werden. Wir werden sehen heute Abend. Ich bin gespannt auf diesem Spiel. Ich habe bis jetzt diese beiden Mannschaften nicht gesehen. Und ich freue mich auf dem Spiel heute. Wir schauen uns aber erst einmal die Mannschaften an, die wir auch nicht gesehen haben, von denen Sie die Ergebnisse vielleicht auch noch nicht wissen. Da haben wir die Scorpions aus Wedemark gegen die Capitals aus Berlin 1:3, also erneut eine Schlappe für die Scorpions. Kassel gewinnt gegen Schwenningen 4:2 und Frankfurt-Augsburg selbst nach Overtime gab es keine Entscheidung. 3:3, das gibt folgende Tabelle. Die Capitals vor dem Kölner EC vorne und blau herausgehoben die Ratinger Löwen, also noch auf der ersten Seite, nämlich auf Platz 7. Und dann blättern wir um und kommen zu den Eisbären aus Berlin. Sie sind auf dem 12. Platz, aber wie gesagt, da haben einige Mannschaften noch schon mehr Spiele auf ihrem Konto. Und wir sind beim 4. Spieltag. Beide Mannschaften, wir haben es ganz kurz angesprochen, wollen wir aber auch genauer vorstellen. Und in Berlin will man, nicht nur bei den Capitals, auch in Hohenschönhausen deutscher Meister werden. Und dafür funkt hier ganz schön. Juli Jansch herausgefunden hat. Wenn der Vater mit dem Sohn einmal ausgeht und dann keiner gern nach Hause geht, dann passieren die unmöglichsten Dinge. Dann wird immer über Eishockey gesprochen. Trainer Ron Kennedy empfängt auch noch andere Funksignale. Hohe Erwartungen stellen die Fans an das völlig umgekrempelte Team der Eisbären, die in den letzten Jahren nur um den Trostpreis spielten. Die Ansprüche sind gestiegen. Es kommen nur die ersten 8 in die Playoffs aus 16 Mannschaften. Und es ist sehr schwer. Die anderen spielen auch alle, haben sich auch alle verstärkt. Aber ich hoffe, dass die Mannschaft, wie gesagt, Playoff-Platz erreicht. Das Wort Playoff muss dem Manager künftig leichter von den Lippen gehen, weil das Team international namhafte Spieler verpflichtet, wie den Kanadier Andrew McKim, bester Torschütze der WM 1995 und ein guter Possenreißer. Der andere Star ist ein stiller Schwede, Thomas Steen bestritt mehr als 1000 Spiele in der NHL. Jan Scherz ist einer der wenigen früheren Eisbären, die bleiben durften. Beim Saisonstart war die Mischung aus alt und neu gut aufeinander abgestimmt, gerade so wie Familie Funk. Etwas über 100 Kilo, ich weiß es nicht genau, ist ein Geheimnis. Ich denke mal um die 130, also 130 Kilo momentan. 225. 225. 225, denke ich. Juni, Juli, so 69, haben Sie geheiratet? 18. August 1969. Und wer schießt zuerst ein Tor für die Eisbären, Lorenz oder Florian? Einen Tipp wagt nicht mal Vater Funk. Wenn der Vater mit dem Sohn einmal ausgeht, das wird prima. Oh, oh. Wer schießt als erster ein Tor? Ja, Florian hat heute einen kleinen Vorteil, denn sein Bruder, der junge Lenz Funk, spielt nicht. Der leidet noch an einer Gehirnerschütterung. Wir werden ihn später hier im Interview haben. Aber Lenz Funk Senior, ein ganz schönes Gewicht, das bringen wir beide auch zusammen auf die Waage, oder? Ja, 130 Kilo, ich weiß nicht, was es wirklich ist. Es war ein guter Spruch da, aber ich meine, er ist ein sehr großer Mann und er war ein hervorragender Eishockeyspieler. Was kann man denn jetzt von den Eisbären heute erwarten? Vom heimischen Publikum, das erwartet sehr, sehr viel, weil auch die Medien, die ganze Stadt sehr viel von den Eisbären erwartet. Ja, ich glaube hier, ich hab mit ein paar Leuten gesprochen und Funk Senior, er will hier ein Meister herbringen nach Berlin. Alte Düsseldorf-Geschichte kommt wieder raus, ne? Passiert ab und zu. Aber die wollen unbedingt hier was zeigen hier zu der Publikum.
Murdoch, der Kölner Trainer, hat nach dem Sieg gegen die Eisbären gesagt, zumindest, ja, sie sind sogar besser als die Düsseldorfer. Und das will was heißen. Da fällt mir gerade ein, Düsseldorf, da haben wir ein Ergebnis vorliegen. Er telefoniert nämlich mit seiner Frau Kathy, die im Stadion ist. Und da steht es nach dem ersten Drittel 3:1, BEG gegen Krefeld. Aber jetzt zurück zu diesem Spiel, zurück zu den Gästen, zu den Ratinger Löwen. Und das ist, ich würde mal bezeichnen, eine Weltauswahl. Das bestätigt uns Dirk Bärscheid. Nur 4 deutsche Eishockey-Cracks beim EC Ratingen, mehr sind es nicht. Da stellt sich die Frage nach der Gemütslage. Kommt euch nicht manchmal so ein bisschen isoliert vor? Nee, isoliert auch nicht. Im Moment ein bisschen eher wie die Paradiesvögel. 4 Paradiesvögel unter 22 Spielern, 18 Ausländer. Das Bossmann-Urteil macht's möglich. Die Kommunikation im Multikulti-Club aber anscheinend kein Problem. Also die Mehrzahl der Spieler kann jetzt inzwischen auch Deutsch oder es kann sich zumindest verständigen. Und die Russen, die 2, wo wir noch in der Mannschaft haben, sind jetzt seit 5 Jahren in Ratingen und die sprechen fast besser Deutsch wie die deutschen Spieler. Trotz des hohen Ausländeranteils, die Akzeptanz der Mannschaft beim Ratinger Publikum hat nicht gelitten. Der Grund, der Fan denkt sportlich. Die Zuschauer wollen Erfolge sehen und da ist es den Fan eigentlich egal, ob der Torschütze Italiener ist oder ein Kanadier oder ein Afrikaner. Axel Kamera, Olaf Scholz, Christian Schmitz und Peter Luther, die letzten Mohikaner in einem bunt gemischten Team. Unwohl fühlen sie sich nicht, lediglich die Frage nach der Anzahl der vertretenen Nationen bringt sie ins Schleudern. Frage. Ja, Schweden, Finnen, Amerikaner, Kanadier, Deutsche und Russen. Also, ja okay, Bayern zählen wir noch dazu. Die Bayern zählt er noch dazu, Dankeschön. Sagt da ein Bayer, der Kanadier lacht daneben. Wie siehst du denn die Ratinger im Schatten von Düsseldorf oder können sie jetzt vielleicht aus diesem Schatten heraustreten? Ja, aber wie es jetzt läuft bis jetzt in Düsseldorf, die sind weit weg vom Schatten. Düsseldorf haben ihre eigenen Probleme und es wirkt sehr gut für Ratingen. Sie können jetzt wirklich ohne Probleme ihre Arbeit machen und siegen, 2 Punkte immer kassieren und heimgehen, ohne Stress von den Medien, ohne Stress von alle Sponsoren, alles drin und dran. Die machen super Arbeit und die sind eine sehr, sehr gute Mannschaft. Also, die Mannschaft, die stellen wir wieder vor dem Spiel, während des Spiels die genauen Reihen. Jetzt aber unsere 3 Leistungsträger, Schlüsselfiguren, wie auch immer, die wir herausgepickt haben. Da steht im Tor Woody, Ian Wood, der 1000-Sasser. Gut, mal schlecht, das liegt sehr nahe beisammen bei ihm. Ja, wenn er gut drauf ist, er ist unmöglich, eine Scheibe vorbei ihm zu bringen. Er leidet jetzt unter einer kleinen Knieverletzung, es tut ihm ein bisschen weh, aber beißt die Zähne zusammen und er steht im Tor. Ich finde es hervorragend. Das ist ein alter Bekannter von ihm, von Rick Amen, Christian Schmitz, der Kapitän. Denn die beiden haben zusammen in Düsseldorf gespielt. Ja, wir waren Meister zusammen und einmal Vizemeister. Und es ist wirklich eine gute Geschichte. Ich bin sehr stolz, was er geschafft hat. Er hat angefangen in Düsseldorf als Stürmer, dann Verteidiger, Stürmer, Verteidiger. Jetzt ist er wirklich platziert als ein super Verteidiger in der Liga. Und das ist der Superstürmer, Jeff Lazaro, der Publikumsliebling. Und natürlich auch seit seinem Overtime-Goal gegen Kaufbeuren. Ja, sehr wichtiges Tor geschossen gegen Kaufbeuren, Overtime-Tor, super gemacht bei ihm. Er ist jemand, das kann wirklich, er ist einer der schnellsten Spieler in der ganzen Liga. Er ist einer, wo wir wirklich achten können. Also wir achten natürlich nicht nur auf die Ratinger Löwen, sondern auch auf den Gastgeber, die Eisbären Berlin, die sich hier wie folgt darstellen. Mario Prunetta, der Torhüter, eine beständig gute Leistung bisher von ihm. Ja, er hat sehr gut gespielt und jeder redet, das ist der neue Helmut der Raff in der Liga. Er ist groß wie Helmut, er steht gut ins Tor, er macht sehr gute Arbeit. Alle sagen, der neue Helmut, ich bin gespannt. 1,92 Meter, das muss man erstmal als Torhüter bringen. Derek Meyer, der Verteidiger, der Top-Verteidiger zuletzt bei der WM im Team Kanada. Er ist ein sehr guter Verteidiger. Hier hat ein bisschen mit Danny Murray zu tun, dass er ihn geholt hat. Er ist sehr gut in beide Richtungen, Defense und Offense. Ein sehr guter Mann. Offense, man muss ihn kaum noch erwähnen. Peter John Lee, 40 Jahre Erfahrung auf den Kufen. Es wäre eine ganz einfache Entscheidung für mich, ihn zu nehmen als eine Schlüsselfigur. Für mich, er ist einer der besten Rechtsaußen, das Deutschland hat eh gesehen. Er ist ein Vorbild in jeder Situation. Er ist ein super Eishockey-Spieler und ich bin stolz auf 40 Jahre alt, dass er weiterspielt. Er ist kein 40, er ist 2x20.
Er ist 2x20. Wir werden natürlich sehen, ob er das auf dem Eis auch umsetzen kann. Inwiefern ist denn so ein erfahrener Mann gut für eine, sagen wir mal, zusammengewürfelte Mannschaft? Doch, unbedingt. In der Kabine, er ist jemand, das könnte reden mit den Jungs, bringen ihn zusammen, sagen, hey, easy. Er hat Erfahrung in der Liga, er kennt alle die Spieler, er weiß, was man machen muss, zu gewinnen. Er war schon viermal deutscher Meister, alle mit mir. Ich bin wirklich, er ist ein Vorbild und einer der besten Spieler, mit dem ich gespielt habe, wirklich. Also wir sind gespannt auf Peter John Lee und all die anderen auf jeden Fall. Eisbären Berlin gegen die Ratinger Löwen geht in Kürze los, wenn Kukul ist. Sitzt schon oben bereit, während hier das Stadion ein wenig voll wird, auch auf dem Eis. Wir sind gleich wieder zurück. Die Abenteuer des Jim Knopf und seiner Freunde aus Lummerland. Hervorragend in Szene gesetzt von der Augsburger Puppenkiste, haben wir für Sie in einer Videoedition zusammengestellt. Diese vier Folgen können Sie jetzt sofort für nur 54 Mark bestellen. Erleben Sie mit Ihren Kindern, wie Jim Knopf auf die Insel mit zwei Bergen kam. Welche Abenteuer er mit Lukas und der Lokomotive Emma im fernen China erlebt. Sie schnauft nicht mehr. Was? Schnauft nicht mehr? Wie er die Prinzessin aus der Drachenstadt befreit. China Hauptbahnhof, China Hauptbahnhof. Bitte alles aussteigen, wir haben hier einen längeren Aufenthalt. Bestellen Sie jetzt diese Videoedition des Weltbildverlages unter 0180 55533 für nur 54 Mark und reisen Sie mit Ihren Kindern nach Lummerland. Rufen Sie an. Leben ist Bewegung. Bewegung heißt Veränderung. Nur wer bereit ist, sich zu ändern, kann auch etwas bewegen. Der neue Renault Megane. Sein aktives Sicherheitsfahrwerk. Sein völlig neues Innenraumkonzept. Und sein programmiertes Rückhaltesystem für zusätzliche Sicherheit. Der neue Renault Megane und Megane Coach. Move it. Weißt du, woran ich gerade denken muss? Sydney. Da habe ich mal ein wunderbares Bier getrunken. Ein Lager, fein würzig, mild gehopft, ganz frisch und gar nicht bitter. Zwei Lager. Windig Lager. Nicht so bitter, dafür Sydney. Chicago. Im Allgemeinen ist die Lebenserwartung eines Haribo-Goldbären eher kurz. Kaum ist er auf der Welt, ist er schnell weg. Wenn Sie jetzt von mir erwarten, dass ich die Haribo-Lakritze zur Schnecke mache, dann mache ich das jetzt. Das Spitzenspiel der DEL mit Krombacher. Genießen Sie's. Auch von dieser Stelle ein herzliches Willkommen in Berlin-Hohenschönhausen zu einer, Sie haben es gehört, internationalen Begegnung in der deutschen Eishockeyliga. 30 der 34 Cracks, die sich hinter mir warm laufen, haben das Eishockeyspielen nicht in Deutschland erlernt. Aber in einem, da waren sich alle, auch die Kritiker, sicher, die Ausländerflut wird das Niveau der Liga steigern. Also freuen Sie sich mit uns auf ein niveauvolles Eishockeyspiel hier beim DSF. Die Verteidigungsliga-Linie der Ratinger Löwen, Johnson, Lampinen, Berg, Schmitz, einer der wenigen alten Bekannten mit Holden, Peter Luther und Blöhm. Fuchs, einer der Dienstältesten, das ist einer der beiden Fuchsbrüder, Bertolotti, Montanari, der andere Fuchs und Salomonson, das die Sturmreihen zusammen mit Reynolds, Kamera, der hoffentlich noch rechtzeitig gekommen ist. Seine Frau hat gestern ein Kind bekommen, deshalb kam er später. Jeff Lazaro, den hatten wir in der Vorstellung, ein gebürtiger Düsseldorfer, Olaf Scholz und Jim Lache. Sind die Eisbären aus Berlin. Udo Döhler, den Sie vorne sehen, ohne Helm. Er nur noch Ersatz
bisher in dieser Saison Stammtorhüter noch im vergangenen Jahr. Das Stadion gut gefüllt und Gerd Lichtenecker wird diese Partie in wenigen Augenblicken eröffnen. Die Berliner in den hellen Trikots von links nach rechts.
Sekretärin aus Berlin 2 Minuten und 14 Sekunden absolviert. Zunächst der Schuss von Chris Kovadaris und dann der Treffer wenige Augenblicke später von Derek Meyer, einem Verteidiger. Hier haben wir den Torschützen Derek Meyer, 29 Jahre alt, kam von Tappere Tampere aus Finnland. Und da kommt er ins Bild und das ist der Schuss eines Verteidigers. Peter John Lee, Methusalem, Jan Scherz, einer der wenigen übrig gebliebenen. Christian Schmidt. Jetzt heißt es natürlich wieder 4 gegen 4 auf dem Eis. Aber Sie sehen es unten. Pierre Jonsson war der Mann bei Ratingen, der wiederkommen durfte. Scholz noch draußen, deshalb gleich noch einmal eine Viertelminute Überzahl für die Eisbären aus Berlin, die die erste numerische Überlegenheit nutzen konnten. Peter John Lee. Ian Wood kann zum ersten Mal die Scheibe festhalten. Aber einen Vorwurf möchte ich ihm nicht machen, dass es nach 3 Minuten und 12 Sekunden aus Sicht der Ratinger 0 zu 2 steht. Der Schuss von Nienhaus, damit also die Eisbären wieder komplett. Da haben wir die anderen Stürmer, Svensson, Jan Scherz, Craig Nienhaus, den Sie schon auf der Strafbank gesehen haben, Hede Cittaroni und Kovadaris, ein, man höre und staune, Grieche. Funk, Florian Funk, Lenz ja nicht dabei, Peter John Lee, McKim, der Torschütze zum 1:0 und Lomakin, vielfacher Torschütze in der vergangenen Saison, Rückkehrer aus Fribourg. Schade. Steen in der Mitte. Ratingen wieder komplett. Bulli geben an der blauen Linie der Eisbären aus Berlin und hier ihr Trainer Ron Kennedy, im Nebenberuf noch Nationaltrainer Österreich, sagt, das ist kein Problem für mich. Viele Österreicher ja jetzt auch in der deutschen Eishockeyliga. Montanari beim Bulli für den EC Rat. Im Powerplay im Überzahlspiel an der blauen Linie eingesetzt.
gutes Unterzahlspiel der Eisbären. Ganz erfahrene Spieler auf dem Eis. Peter Lee und Steen sind die beiden. Thomas Steen, die hier als Stürmer im Unterzahlspiel eingesetzt werden. Olaf Scholz, Christian Schmitz. Eine eingespielte Ratinger Reihe mit den beiden Füchsen auf Außen und Scholz in der Mitte. Aber Peter John Lee gewinnt Zeit. Das ist das, was eben Rick Amon sagte. 40 Jahre alt, aber eigentlich 2x20 Peter John Lee.
deutlich mehr zu tun als sein Gegenüber. Thank you.
alte Mannschaftskameraden. Der hochaufgeschossene Christian Schmitz und Peter John Lee. Und Ian Wood klärt die Situation. Strafe gegen beide Mannschaften. Greg Burke wandert in die Kühlbox auf Seiten der Ratinger. Kam erst in der Woche vor dem Saisonstart zum EC Ratingen, wollte im Zweifelsfall auch ohne Einkommen spielen, wollte sich empfehlen für die DEL, weil sein Club, der FC Rouen, pleite gegangen ist. Und Thomas Dehn ist der Mann, der auf Seiten der Eisbären auf der Strafbank Platz genommen hat. Auf dem Eis. Peter John Lee ist das da, der 12. Thomas Steen kommt neu aus Frankfurt, hat da in 7 Spielen ein Tor und eine Vorlage gegeben. Man ihn hart kritisiert, den Star von den Winnipeg Jets. Aber dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Er hat sich einfach nicht wohlgefühlt am Main, so sagt er. Hier in Berlin trumpft er groß auf. Von dort, wo der Puck hinaus gedroschen wurde. Zwölf Minuten und eine Sekunde absolviert und die Eisbären aus Berlin im heimischen Hohenschönhausen, in dem sie traditionell deutlich stärker agieren als auswärts, mit 3:0 in Front. Zweiter Torschütze mit der 13, McKim. Und mit der 77 Chris Covadaris. Covadaris stand da am langen Pfosten. Unerlaubter Weitschuss für Ratinger. Noch einmal die Gelegenheit. Darren Duddle.
der beiden Fuchsbrüder. Die beiden sind die Dienstältesten beim EC Ratingen, seit 92 dabei. Kamen aus Ust-Kamenogorsk. Damals ja eine Russenwelle in Ratingen. Deutsch-Russen allesamt. Thank you.
Wechsel. Bye bye, Finch. Gordon Kennedy. Minus. Und zum wiederholten Male die Ratinger mit der Verlegenheitsgeste eines unerlaubten Weitschusses. Auch in der Schlussphase des ersten Drittels von den Ratinger Löwen.
Fehlpass. Thank you.
dass es die neuen Aral-Stores gibt. Aral. Alles super. Es ist an der Zeit, ein Bier zu feiern, wie es so gebraut in Deutschland nirgendwo ein zweites gibt. Mini-Kleberoller. Er packt Geschenke perfekt ein. Ganz einfach. Er klebt nicht nur Papier. Er ist genau der Richtige, wenn es schnell gehen muss. Klebt trocken und sauber in Sekunden. Fritt Mini-Kleberoller ist ideal auch für Poster und Plakate, denn er klebt ohne Papierwellen. Er ist so vielseitig, er klebt sogar auf Glas. Fritt-Kleberoller. Sauber, schnell, exakt. Genau richtig, richtig lange. So schmeckt Quickly Spearmint. Wird sofort schön weich, also kauwillig. Scharf, aber nicht zu scharf, also man heilt noch nicht. Nur Quickly Spearmint hat den natürlich frischen Geschmack der amerikanischen Spearminze. Geschmack, der länger hält. Ich mag das, weil es ziemlich lange anhält. Das Süße ist gut. Es geht mir einfach total gut, wenn ich ihn kaufe. Genau richtig, richtig lange. So schmeckt Quickly Spearmint. Seit über 35 Jahren transportiert er zuverlässig alles, was man liebt. Alles, was man dringend braucht. Alles, was man mag. Alles, was Spaß macht. Und alles, was einen sicher macht. Der Transit. Immer da, wenn man ihn braucht. Fort. Die tun was. Woran leiden Rotnasen bei Schnupfen am meisten? Bei mir ist alles wund, ja. Empfindlich und aufgescheuert rot. Deshalb das schnäuzfeste Tempo Plus. Ein Hauch Aloe Vera macht es weich ohne Vergleich. Ist weicher, ja. Ja, fühlt sich also wirklich weicher an. Da bekommt man keine rote Nase. Tempo Plus. Schnäuzfest und weich, weich, weich. Verlass dich drauf. Wir sind in der ersten Drittelpause im Stadion in Hohenschönhausen, Eisbären Berlin gegen die Ratinger Löwen. Spielstand 4:0 nach dem ersten Drittel. Wie steht's denn in den anderen Stadien? Da haben wir folgende Zwischenstände. Ebenfalls nach dem ersten Drittel Nürnberg-Landshut 0:5. Nach dem zweiten Drittel Rosenheim-Köln 2:5. Kaufbeuren-Mannheim 2:5. Und Düsseldorf gegen Krefeld 4:1. Die letzten drei ebenfalls nach dem zweiten Drittel alle zusammen. Also. Aber jetzt hier die Analyse mit Rick Amon. Das 1:0, unglaublich. Das schnellste Tor bisher in der DEL-Saison nach 10 Sekunden. Die Fehler der Ratinger haben aber bei 0 Sekunden angefangen. Hier sind sie. Ja, das ist meiner Meinung nach, wo es alles angefangen hat. Standardsituation 0, hier ist Lissardo. Wenn hätte diesen Mann genommen, weil die Ratinger haben diesen Bulli gewonnen. Und was macht pennt ein bisschen und Scheibeverlust. Der Rest, wir können jetzt nur weiter normal laufen, weil das arme Verteidiger konnte nichts anderes damit machen, Saldo, und ein schneller erster Tor. Das ist natürlich bitter für Ian Woods, dem Torhüter auf Ratinger Seite, so schnell eins zu fangen. Und das gibt Auftrieb für die Eisbären, für das 2:0, das nämlich in der dritten Minute gleich folgte. Allerdings 4-3, da haben wir es. Ja, genau. Und es ist Überzahl. Und was ist sehr interessant anzuschauen, als die bewegende Scheibe hin und her, ist vor das Tor. Wir haben einen Ratinger-Verteidiger. Und dieser Mann geht raus und das zieht die Ratinger Verteidiger mit. Aber eigentlich, wenn hätte da geblieben, schau mal, wo der Nachschuss hinkommt, nach dieser Szene. Wenn hätte dort geblieben, einfach gestanden. Ja, stopp, nee, das sagst du, dann lässt ihn ganz frei. Nee, das ist unbedingt nicht richtig, weil die Verantwortung für den Mann, der geschossen hat, das ist der Tormanns Verantwortung. Es ist 4-3 und jeder hat eine Verantwortung, inklusive der Tormann, und das ist derjenige Mann, der es geschossen hat. Nachschuss gehört zu der Verteidigung. Aber so schnell die Entscheidung zu treffen, fahre ich mit, bleibe ich da, sperre ich ihm die Schussbahn, ist doch unglaublich schwer. Es ist einfach, es ist nicht einfach. Ne? Ich habe ein bisschen Verteidigung gespielt, aber ja, wenn hätte wirklich vor das Tor einfach stehen geblieben, muss quer bleiben, sodass eigentlich beide in Sicht hat. Wäre dann in der richtigen Position gewesen. Ich weiß, es ist unheimlich schwierig, es ist Wahnsinn. Aber hätte er geblieben, die ganze Szene wäre erledigt. Also,
Dann das 3:0 in der 11. Minute, ein schwerer Schlag gegen die Eisbären. Ja, das ist wirklich eine Szene, wie man nicht checken soll. Hier ist es, gegen die Ecke einmal, haben die Scheibe nicht aggressiv genommen, war nicht aggressiv genug, zweimal. Es geht wieder in die Ecke. Eisbären haben keine Scheibenkontrolle, 100% hier. Der dritte Mal haben die Gelegenheit, die Scheibe zu nehmen. Vierte Mal, ähnlich. Ich glaube, die Eisbären haben gesagt, okay, wir schießen endlich ein Tor, wenn ihr das Scheibe nicht haben mögt. Wunderbar gemacht von Chris Covidades. Lange überlegt, dann lagen sie beide am Boden, der Verteidiger und der Torhüter. Nun eingeschossen zum 3:0 natürlich für die Eisbären. Eine Führung, die Ratinger am Freitag gegen Kaffbeuren noch egalisieren konnten, sogar in Overtime zum Sieg umwandeln konnten. Aber dann ein 4:0, ob das noch gelingt, aber dieses 4:0, das liegt ihm besonders am Herzen. Sie hätten ihn sehen sollen, er ist hier richtig aufgeregt und ganz nervös gewesen, denn es war sein alter Freund Peter John Lee, da haben wir das Tor. Ja, das ist Peter Lee pur. Er hat so viele Tore wie das geschossen, aber was ist wichtig, ist, wie er lässt die Scheibe gehen. Es kommt von der Bande, er springt von der Bande raus und er guckt hier aufs Tor. Er schaut, okay, kommt Ian Wood raus. Und lass es ein bisschen weiter gehen und er nimmt die Scheibe, er nimmt es nicht an, er schießt direkt. Und wo er platziert ist, in der einzige Platz, was frei ist, ist die Weitecke und flach. Post und rein, Peter Lee pur und eigentlich sollte er 2 Punkte dafür geben, weil es Post und rein. Nur weil es dein Freund ist. Zufall. Ich sag Zufall. Hey, Peter Lee, er hat es wirklich mehrmals gemacht. Er hat es bei, ich erinnere, in Overtime-Spiele gegen Schwenningen in der Vergangenheit, hat es auch gemacht. Das ist Peter Lees Können. Er ist einer der Besten in der ganzen Liga. Rechte Seite, rechte Hand, nimmt die Scheibe sofort und schießt. Also wir schwelgen weiter in Erinnerungen, wie das damals war mit ihm und Peter John Lee. Und Sie schauen sich das Neueste aus aller Welt im Sport an, präsentiert im Sportreport von Sabine Köhne. Und wir sind gleich wieder zurück. Willkommen, liebe Zuschauer, zum Sportreport Telegramm. In der Fußball-Bundesliga fand heute Abend die letzte Partie des 8. Spieltages statt. Borussia Dortmund bezwang dabei den FC St. Pauli mit 2:1. Die Hamburger Pedersen und Immerson und der Dortmunder Michael Zorc flogen dabei vom Platz. In der zweiten Liga wurde heute folgendermaßen gespielt. Unterhaching gegen Köln 0:0. Rot-Weiß Essen gewinnt 3:2 in Gütersloh. Kaiserslautern wieder nicht gewonnen, 2:2 gegen Leipzig. Und Mainz gegen Zwickau ebenfalls unentschieden, 1:1. Morgen noch die Begegnung Jena gegen Frankfurt, wie immer live bei uns im DSF von 18.50 Uhr an. Weiter Tabellenführer, der VfL Wolfsburg, punktgleich mit Mainz. Die 0:3-Niederlage des FC Bayern München gestern im Bundesligaspiel bei Werder Bremen hat Franz Beckenbauer mächtig verärgert. Zum ersten Mal erschien der Präsident am Sonntag beim Training an der Sevener Straße und dort erklärte er Folgendes. Verlieren ist halt immer die Frage, wie man verliert. Und ich glaube, dass so jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, den Spielern einmal klar zu machen, wir hatten im letzten Jahr ähnliche Situationen. Ja. Und das wollen wir nicht mehr sehen, das wollen wir nicht mehr wiederholen. Und deswegen war ich hier und habe das der Mannschaft ganz deutlich gesagt, dass die Situation, die wir im letzten Jahr hatten, dass das heuer mit Sicherheit nicht mehr der Fall sein wird, denn dann werden wir etwas härter durchgreifen. Nach der Aussprache gingen die Bayern übrigens auf das Oktoberfest und wie die Stimmung dort war, erfahren Sie heute Abend bei uns im Sportreport um 21:45. Zum Tennis. Henrik Dregmann konnte seine erfolgreiche Woche beim Turnier in Basel nicht mit einem Finalsieg krönen. Der deutsche Davis-Cup-Spieler unterlag dem Weltranglisten-Ersten Pete Sampras aus den USA in 82 Minuten mit 5:7, 2:6 und 0:6. Für Dregmann war es die dritte Niederlage in seinem dritten ATP-Endspiel. Zur Handball-Bundesliga. Der 4. Spieltag stand heute an und es gibt auch schon Ergebnisse. Magdeburg unterliegt Meister THW Kiel mit 20:23. Flensburg-Handewitt gegen Friedenbeck 30:17. Rheinhausen gegen Schutterwald 26:24. Und Niederwürzbach gegen Dormagen, dieses Spiel begann erst um 19.30 Uhr. Punktgleich an der Tabellenspitze nun Lemgo, Kiel, Essen und Rheinhausen. Basketball, die Ergebnisse vom 6. Spieltag der Bundesliga. Rhöndorf gewinnt gegen Bamberg mit 79:73. Hagen unterliegt Berlin mit 45:91. Und Oberelchingen gegen Trier 100:90.
Alba Berlin damit weiter Tabellenführer vor Leverkusen und Rhöndorf. Die Spanien-Rundfahrt der Radprofis endete mit einem dreifachen Schweizer Erfolg. Gesamtsieger wurde Alex Zülle vor seinen Landsleuten Laurent Dufaux und Toni Rumminger. Die letzte Etappe nach Madrid gewann heute der Belgier Tom Staels. Das war's auch schon für den Augenblick. Wir sehen uns wieder mit dem Sportreport um 21.45 Uhr. Darin dann folgende Themen: Handball, das Spitzenspiel Magdeburg gegen Meister Kiel, Basketball, Brandhagen gegen Alba Berlin, und wir stellen Ihnen die stärkste Frau Deutschlands vor. Also bis dahin, jetzt geht es erstmal weiter mit Eishockey und dem zweiten Drittel zwischen den Eisbären aus Berlin und Ratingen. Viel Spaß dabei, bis nachher. Tschüss. Reynolds und dem später gekommenen Axel Kammerer sowie
Maurizio Catenacci, wenn man so will, 2,5 Spieler beim EC Ratingen fehlen, aber auch bei der Mannschaft dieser Anhänger sind 3 Cracks nicht mit dabei. Sven Felski wegen einer Handverletzung, Nico Püker, weil er heute Morgen noch ein Spiel mit den Junioren hatte, und Lorenz Funk, der Sohn des Managers, er hat einen Cut erlitten, also eine Schnittverletzung an der Unterlippe im Spiel in Köln. Das hätte ihn nicht davon abgehalten, so sagte er vor dem Spiel, hier heute einzugreifen, aber er ist gerade erst aus dem Krankenhaus gekommen wegen einer Gehirnerschütterung. Das zweite Spieldrittel, die Ratinger Löwen in den dunklen Trikots von links nach rechts. Und noch 32 Sekunden Überzahl für den ECR, denn Darren Duddle sitzt noch in der Kühlbox. Zelle. Reynolds. Und zu Recht das Spiel unterbrochen. Vielleicht haben Sie es rechts gesehen und hier sehen Sie es ganz deutlich. Stockgefechte zwischen Liesk und Montanari. Rob Liesk, der 25-Jährige vom Team Kanada, wandert auf die Sünderbank. Einer der vielen, die durch Andy Murray, der ja jetzt Chefcoach beim Team Kanada ist, hier an die Spree gelockt wurden und dann blieben, weil es ihnen gut gefiel. Nach den ersten Eindrücken, da hat sich Lenz Funk Senior, sehr viel Mühe gegeben mit der Integration. Und der mit der 14, der hier an die Bande gequetscht wird, Mark Montanari, der 27-Jährige vom ECR, ist mit hinausgewandert. Also noch 11 Sekunden Überzahl für Ratingen. Es geht weiter mit 5-4. Da sich die Strafen, die zuletzt ausgesprochen wurden, gegeneinander aufheben. Andrew McKim macht heute sein bestes Spiel, nicht nur wegen des Tores im Dress der Eisbären aus Berlin. Boris Fuchs. Die Eisbären wieder komplett. Immer für die vielen, vielen neuen Eishockey-Freunde, die in den vergangenen Jahren in die Röhre geguckt haben.
haben und tun der schnellsten Mannschaftssportart der Welt am Fernsehschirm wieder frönen können. Thank you.
Spielern. Andrusek, Karlsson. Belastungsangriff. Bartolossi war das. Italo Canadia unter sich. Mario Brünnetta parierte.
gestartet. Jimbo Zieger. Con Harris. Da freute sich Butch zu lange. Und Pelle Svensson erzielt das 5:0. 7 Minuten und 8 Sekunden sind gespielt und ein Dämpfer zur rechten Zeit aus Berliner Sicht für die erstarkten Ratinger. Pelle Svensson, der aus Rögle in Schweden kam, hier zunächst der erste Schuss, schön vorgelegt mit dem Schlittschuh.
heißt es Sparta Prag gegen Wien in der Europa Liga der European Hockey League um 17.30 Uhr. Das ist ja schon europäisches Niveau. Chris Kovadaris, der Grieche aus Minnesota, und Ian Wood im Tor der Ratinger. Thank you.
Brunetta. Und da erklärt sich vielleicht auch so ein bisschen, warum Montaneri so ehrgeizig ist, denn die beiden kommen aus Varese, aus der höchsten Spielklasse in Italien. Da achten Sie mal auf die Nummer 14 beim EC Ratingen. Ich werde Sie noch einmal darauf aufmerksam machen. Er versucht alles, um seinen ehemaligen Keeper hier in der DEL zu überwinden. André Fuchs und Boris Fuchs, das Brüderpaar beim ECR. Craig Niemann. Thank you.
schlechten Eltern von Dullemonson? Dullemonson, der Vater des Schusses. Peter John Lee.
Hubert Liesig seinen guten Namen in Deutschland ein bisschen beschmutzen würde mit seinem Comeback-Versuch, aber das Gegenteil ist der Fall. Er beweist, dass man auch mit 40 Jahren überdurchschnittlich gut Eishockey spielen kann. Klar, mein Lieblingsweinbrand.
Na dann, auf gute Nachbarschaft. Der weiche Chantre. Der Skoda Felicia. Die Überraschung des Jahres mit Bestnoten beim ADAC Crashtest. Verarbeitungsqualität auf deutschem Niveau. Überraschend günstig. Ab 15.990 Mark. Skoda. Sieh mal an. Es ist an der Zeit, ein Bier zu feiern, wie es so gebraut in Deutschland nirgendwo ein zweites gibt. Hier ist das Zuhause. Aus der deutschen Brauerei, die als erste nur nach Pilsener Brauart braute und noch bis heute braut. Radeberger Pilsener. Ein Radeberger. Das zweite Drittel ist vorbei in Berlin-Hohenschönhausen und die Eisbären aus Berlin führen mit 5:1 gegen die Löwen aus Ratingen. Aber wie steht's in den anderen Stadien? Da haben wir die Zwischen- bzw. Endergebnisse. Nürnberg-Landshut 0:11 und das erst nach dem zweiten Drittel. Rosenheim gegen Kölner EC 2:5, da gab es eine lange Unterbrechung, denn der Schiedsrichter hat eine schwere Gehirnerschütterung. Da wird es also ein wenig länger dauern in Rosenheim. Kaufbeuren-Mannheim, das ist das Endergebnis, 5:7. Und ebenfalls zu Ende ist Düsseldorf. Die Bremenstraße hat was zu jubeln, denn die Düsseldorfer EG gewinnt gegen Krefeld mit 4:2. Wie es hier ausgeht, da sind wir noch nicht schlau. Wir sind aber schlau, wie das zweite Drittel so zu analysieren ist. Und das machen wir jetzt mit einer Szene, die ihm natürlich am Herzen liegt. Drake Amen als gelernter Verteidiger. Da haben wir die Standardsituation, die man als Verteidiger eben beherrschen muss. Das ist genau richtig. Und hier haben wir die Scheibe in der Mittelzone. Und es ist einfach eine 1 gegen 1 Situation. Und die Eisbärenverteidiger, ist es seine Verantwortung, dieses Mann zu nehmen. Und lass es hier weiterlaufen. 1 gegen 1. Und wie man einfach der Mann nimmt, der Scheibe darf vorbeigehen, aber Mann, tschüss. Sehr gut gemacht. Salomonson, keine Chance, der liegt da am Boden und die Scheibe ist tot. Dann aber das 5:0 für die Eisbären aus Berlin in der 28. Minute. Es hat also lang gedauert. Pelle Svensson war es. Ja, genau, also kurios Szene hier allgemein. Ein super Pass, tief in die Eisbären-Drittel. Er hat es, aber stopp es hier. Schau mal, der Scheibe ist noch bei ihm. Schau mal, was alle die Ratinger. Lass es weiterlaufen. Und schau mal, alle, inklusive einer Eisbären, meint, hey, wir haben einen Bulli hier. Aber, hier bin ich. Ein Superschuss aufs Tor und Nachschuss direkt auf den Schläger und kein Chance. Eigentlich alle der Ratinger spielen, inklusive ein paar Eisbären, haben gedacht, es wird abgepfiffen, war es nicht. Und deshalb konnte die Mann nicht abdecken. War auch clever gemacht und Chris Covidarius, der hat den ersten Versuch gescheitert, hat sich die Scheibe nochmal genommen und dann der zweite Versuch, gut, ging daneben, aber der Torschütze war dann Pelle Svensson. Aber jetzt haben wir nicht nur Tore, sondern wir wollen auch mal Szenen zeigen, wie es denn zu den vielen Toren der Eisbären kommt. Also warum sie heute mit 5:0 bzw. jetzt 5:1 führen. Und da haben wir, schauen Sie mal genau hin, diese Szene. Ja, die Eisbären, die bewegen die Scheibe. Die gehen von einer Seite quer zu die anderen, kommen aus ihrer eigenen Drittel und schauen mal. Boom, Tic-Tac-Toe. Und wer ist da draußen? Ein Eisbären, er ist genau an der Bande. Er ist nicht zu weit in der Mitte, er ist an der Bande und quer drüber. Und die ziehen einfach die Ratinger auseinander. Und das ist der Schlüssel heute Abend, meiner Meinung nach, für ihr Erfolg. Die ziehen einander aus, oder ziehen ihre Gegner auseinander und laufen sehr, sehr stark heute. Ja, aber das müsste doch auf Seiten der Ratinger auch schon ein bisschen aufgefallen sein. Bill Lockett, was gibt es da für ein Mittel? Es ist eine sehr schwierige Frage. Die Eisbären machen es sehr gut, die sind stark, die sind läuferlich sehr stark heute. Meiner Meinung nach, die Ratinger sind nicht so gut drauf. Die sind nicht so stark in den Zweikampf und auch die laufen nicht mit. Es ist schwierig zu decken. Wenn man bewegt die Scheibe wie das, ist es unheimlich schwierig zu stoppen. Also diese Aufholjagd, die den Ratingern am Freitag gelungen ist gegen Kaufbeuern, also 0:3 noch ein 4:3 Sieg zu machen, da bin ich mal gespannt, ob ihnen das im dritten und entscheidenden Drittel noch gelingen wird. Auf jeden Fall gab es den Anschlusstreffer zum 1:5 aus Ratinger Sicht. Ja genau, und hier ist wirklich ein, meiner Meinung nach, ist typisch Stürmer, aber schau mal, können wir es hier stoppen, ne? Wir haben hier vor das Tor, wir haben drei Eisbärenspieler hier. Und wer kommt rein hier? Nienhaus. Obwohl es ein Stürmer, er
Solke der Verteidigungsposition hier übernehmen. Aber er kommt auch tief. Und meiner Meinung nach, das ist ein Fehler. Und Lomachen hier hat Schwierigkeiten mit der Scheibe. Und er meint immer noch, hey, mein Verteidiger sollte dahin sein. In dem Fall Nienhaus ist er nicht. Er gibt die Scheibe einfach blind ab und läuft hier an einen schönen Alleingang vor der Lucy. Und er macht es gebucht. Es war ein Duell. Varese gegen Varese, denn da haben sie beide gespielt. Der Torschütze Bartolucci und natürlich auch der Goalie Mario Brunetta. Aber jetzt gibt es ja, wir haben es im Vorfeld schon gesagt, vielleicht haben sie es auch schon gesehen auf dem Eis, einige Veränderungen bei den Eisbären, nicht nur in der Mannschaft, sondern auch hier auf dem Kopf. Also wir entlüften jetzt, wir lüften jetzt das Geheimnis, wir lüften den Hut. Hut ab, Uli Jansch und die Geschichte um den Hut der Eisbären. Enthüllung bei den Eisbären. Ein neuer Sponsor auf einem neuen Helm. Die Zeiten der Schwarz-Weiß-Malerei über dem Scheitel sind vorbei. Demnächst trägt der Spieler von Welt ein Designermodell. Das erste in Europa, so verkündet Präsident Berg. Finanziert und demzufolge auch getauft von einer Berliner Pharmafirma. Wir hoffen, dass unsere Gegner könnten wir Kopfschmerzen-Tabletten verteilen. Bis gestern gab es also Helme. Ab sofort spielen die Eisbären mit Kopfschmuck. Größe, Form und Gebrauchswert sind gleich geblieben. Auch die gestylten Deckel müssen schlagfest sein. In der Freude und erst recht im Fight. Beim ersten Heimpunktspiel der laufenden Saison hat der neue Lack keinen Kratzer abbekommen. Wenn die Eisbären so weiterspielen, bin ich da sehr zuversichtlich, dass auch das Image der Eisbären entsprechend unser Produkt forcieren wird. Der neue Sponsor hofft natürlich, dass die Prügelknaben der letzten Jahre in der neuen Saison auch mit Leistung Farbe in die Liga bringen. Der Vorstand der Eisbären schwört, dass dies kein leeres Versprechen sei. Schön ist er ja, aber gebracht hat er nicht viel, sage ich jetzt einfach mal so. Gebracht hat er ihm nicht viel, dem Lenz Funk Junior, denn da ist die Verletzung oben. Da sieht man es vielleicht noch, wenn man genau hinschaut, so die Fäden gucken noch raus. Und die schwere Verletzung ist die Gehirnerschütterung. Ich frage jetzt mal, wie ist das passiert, weil das kann nur ich fragen, weil er kennt das, Rick Amon, dass man einfach solche Verletzungen davonträgt. Wie ist es denn dir passiert? Einfach selber weiß ich nicht, wie es passiert ist. Ich weiß nur von Erzählungen, wir gehen da irgendwie ein paar Minuten ab von der Gehirnerschütterung und irgendwie war es ein Zusammenprall mit dem Gänze von Köln. Wie es genau war, müssen Sie vielleicht andere fragen, die es gesehen haben. Also, den Gänze von Köln vielleicht, aber wir sehen es am Helm. Schaut zwar ein bisschen brutal aus, aber da am Helm, da sind noch die Blutspuren. Also, das war schon heftig. Der Helm, wir haben es gerade angesprochen, ist hier Eisenbesatz? Ne, ist eigentlich auch nicht, denn das ist nur Airbrush, also ein richtiges Eisenteil hat er nicht drin. Ganz normaler Helm mit schöner Verzierung, das ist alles. Oder ist da was Besonderes dran? Nein, er ist genauso wie der übliche Helm, er ist nur schön lackiert mit einer Werbung drauf. Sonst gibt es keine Unterschiede. Okay, Lenzi, ich weiß, ich persönlich, wenn ich das Helm anschaue na, mit den Blutspuren drauf, ich glaube, wir wissen, Eishockey ist ein Männersport, ne? Aber wir reden über das Spiel heute Abend. Muss eigentlich zufrieden sein, die Jungs spielen sehr, sehr gut. Ich bin zufrieden, wir spielen sehr gut, also führen 5-1 und das Wichtigste ist nur das Spiel gewinnen. Und ich glaube, das machen wir auch, weil 5-1 am zweiten Drittel, das müssen wir dann schon schaffen. Ron Kennedy, der neue Trainer für dich mit dem Wechsel von Düsseldorf hierhin, eigentlich zufrieden? Ja klar, es ist ein Unterschied, wir spielen ein anderes System wie Düsseldorf. Wir haben in Düsseldorf eigentlich einen schwedischen Stil gespielt, mehr oder weniger, und hier ist eigentlich doch eher kanadischer Stil. Also kleine Umstellung, aber es wird bestimmt vom Spiel zu Spiel besser. Passt besser zu dir, oder? Ich hoffe es. Im Moment vielleicht noch nicht, aber ich hoffe, dass es die nächsten Wochen besser wird. Vielen Dank, Lenz Funk. Wir sehen uns nach dem Spiel noch, denn er kennt sich aus in den Berliner Kneipen, hat Rick Amon schon erfahren. Wir gehen dann noch nach dem Spiel ein paar Tässchen trinken, aber Sie können sich jetzt einen Kaffee holen oder bleiben Sie dran, denn in Kürze geht's weiter nach einer kurzen Pause mit Sven Kukulis. Hey, probier's mal hiermit. Extra viel drin, extra viel dran. Rittersport XXL.
hat ein jeder so seine Vorliebe für Originale. Bei einem Original sind sich jedoch alle einig. Paulaner Original Münchner. Gut, besser, Paulaner. Mit Schuppen müssen Sie immer rechnen. Mit Schuppen abrechnen müssen Sie jetzt mit Terzulin. Das Mittel, das die Ursache von Schuppen dauerhaft bekämpft. Terzulin stoppt Schuppen, Juckreiz und Rötung dauerhaft. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Der Goldbär gehört zu einer bedrohten Tierart. Von allen wird er bedroht. Vor allem von mir. Es ist schon richtig, dass Schnecken langsam sind. Dafür schmecken sie auch länger. Weißt du, woran ich gerade denke? Chicago. Da hatte ich mal ein Bier. Ein Lager, fein würzig, mild gehopft, ganz frisch und gar nicht bitter. Hello? Oh yes. Miss, for you. Verlangen Sie mehr. Kein anderer Rasierer ist gründlicher und angenehmer als der Gillette Sensor Excel. Weiche Lamellen helfen, Ihre Haut zu schützen und federnd gelagerte Doppelklingen passen sich dem Gesicht an. Kein anderer macht die Rasur angenehmer und gibt der Haut danach ein sanfteres Gefühl als der Gillette Sensor Excel. Neu, Gillette Series Pacific Light Aftershave. Pflegt und erfrischt zugleich ohne Alkohol. Krombacher. Ein Pilz, frisch wie die Luft, unverfälscht wie seine Natur. Kostbar und rein, wie das Felsquellwasser, mit dem es gebraut wird. Bei Schnupfen am meisten. Bei mir ist alles wund, ja. Empfindlich und abgescheuert rot. Deshalb das schnäuzfeste Tempo Plus. Ein Hauch Aloe Vera macht es weich ohne Vergleich. Es ist weicher, ja. Ja, fühlt sich also wirklich weicher an. Da bekommt man keine rote Nase. Tempo Plus. Schnäuzfest und weich, weich, weich. Verlass dich drauf. Das Spitzenspiel der DEL mit Krombacher. Genießen Sie's. Sind wir zurück in Hohenschönhausen und die Eisbären aus Berlin führen mit 5:1 gegen die Ratinger Löwen. Das erste Drittel 4:0 für die Eisbären und das zweite so ausgeglichen wie das Zwischenergebnis 1:1. Lorenz Funk Senior sagte gerade in der Pause, wollen wir hoffen, dass Ron Kennedy unseren Jungs so richtig Stoff gegeben hat, meinte der Manager der Eisbären. Man legt hier sehr, sehr viel Wert darauf, dass die Fans zufriedengestellt werden. Mal sehen, ob sie noch einen drauflegen, die Eisbären aus Berlin, oder ob der EC Ratingen doch noch den Toreunterschied verkürzen kann. Gerd Lichtenecker, der Unparteiische, bisher ohne Probleme, aber die können natürlich jetzt auftauchen. Wir hatten die Situation am Freitag in Mannheim. Wenn eine Mannschaft irgendwann gemerkt hat, dass es nichts mehr wird mit dem Sieg, dann nimmt man gerne für die vielen, vielen kleinen Nickeligkeiten Revanche. Auch er, ein aggressiver Keeper. Ian Wood im Pech gleich zu Beginn der Partie. Die Eisbären aus Berlin in den hellen Trikots von links. In der
Scholz, einer der wenigen Deutschen, die heute mit von der Partie sind. Fünf sind es mit Axel Kammerer, der ja verspätet angereist ist, weil der Vater seines ersten Kindes wurde. Wird mehr als ein Licht in Berlin. Hohenschönhausen. 7,6 Millionen Mark der Etat, im Vorjahr 2,5. Und Sie sehen es an den Trikots. Jede nur erdenkliche Werbefläche verkauft, inklusive der Helme. Irnwood. Scholz. Nienholz. Ede. Irnwood. Das 6:1. Craig Nienhuis hat getroffen. Vielleicht hat es ja doch eine Gardinenpredigt in der Kabine gegeben. Nienhuis. Dem sah es zunächst aus, aber Mario Cicaroni verwertete einen Pass von Craig Nienhuis. Thank you.
Team genommen. Jan Scherzen hatten wir schon gesehen. Florian Funk, den jüngeren der beiden Funkbrüder, noch nicht. Die beiden stürmen nun zusammen mit Chris Gorodaris. Die Eisbären-Fans schicken die Ratinger zurück ins Rheinland.
Zuschauer in Hohenschönhausen, fast ausschließlich Anhänger des ERC Eisbären Berlin, natürlich aus dem Häuschen. Im Schlussabschnitt absolviert. 8:1 für die Hausherren. Die Höchste in der Mitte, fast ein Eigentor. Hier wird zur Stelle. Gregory Burke hatte da den Puck abgefälscht. Achten Sie auf die Nummer 10, links unten am Bildrand. Thank you.
Herren. Und am Montag heißt es Jena gegen Frankfurt bei Hattrick Live Fußball 2. Bundesliga um 18.50 Uhr hier beim DSF. Kann jetzt auch einen Blick auf den Monitor werfen, Chris Govardaris, wegen dieser Attacke an Ian Wood. Tut natürlich Doppelweh, Wood mit Schutzschienen. Ortesen ins Spiel gegangen wegen einer Knieverletzung. Unnötig solche Attacken beim Spielstand von 8:1, 9 Minuten und 29 Sekunden vor dem Ende. Die Glücksnummer 77 des 26-Jährigen. Jan Scherz ist also
vorher etwas vorgefallen sein und die nicht erfolgreich zu Ende geführte Aktion von Montaneri war da wohl eher ein Revanche-Foul. Jan Scherz, einer von der ganz alten Garde. Wirbeln.
Aufstellungen, die Ratinger mit 7. Sekunden sind noch zu absolvieren und in diesem Duell zweier, wenn man so will, Weltauswahlen haben die Eisbären aus Berlin deutlich die Nase vorn. Beide Teams hatten ähnliche Voraussetzungen, ähnliche Etats im vergangenen Jahr. Die Eisbären haben mehr draus gemacht aus den Möglichkeiten, sich auf einem offen gewordenen Markt zu bedienen. In der vergangenen Saison nur 7. Verteidiger. Und das sind diese Geschichten. Scherz kann da gar nicht drüber lachen. Von den Rängen nur noch eins. Jetzt will man hier in Hohenschönhausen, wo
endlich einmal einen zweistelligen Sieg feiern.
DEL-Saison, die uns noch so manche Überraschung und hoffentlich auch so manches attraktive Eishockeyspiel bieten wird. Die vielen Neuzugänge aus der europäischen Gemeinschaft mit Sicherheit ein Gewinn gewonnen hat heute, auch in der Höhe verdient. Der ERC Eisbären Berlin nach einer kurzen Unterbrechung mit Gerd Leinauer und Rick Amon mit abschließenden Worten. Das war das Spitzenspiel der DEL mit Krombacher. Fanny Frisch, Rancho, typisch mexikanisch. Viva Rancho! Fanny Frisch, Rancho, der Tortilla-Snack. Viva Rancho! Ranchos, extra pikant. Bilingual, das erfrischend neue Album der Pet Shop Boys. Mit den Sommerhits Before und Sea Vidae. Bilingual, ab sofort im Handel.